Grüß euch! Jetzt geht's an die sichere Benutzung von einem Sessellift. Beim Sessellift ist ganz wichtig, es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder das Kind ist zu klein und muss auf dem Schoß sitzen, oder das Kind darf mit einer erwachsenen Person den Lift benutzen, und die letzte Alternative ist natürlich, das Kind darf schon alleine fahren. Weiteres sollten Sie dem Kind die Stöcke abnehmen, denn sonst behindert sich das Kind selbst beim Liftfahren. Beim Einsteigen das Kind immer auf die Seite vom Liftler positionieren, dann kann der nämlich besser eingreifen und das Kind auf den Sessellift heben. Während der Liftfahrt ist es ganz wichtig, den Bügel die gesamte Fahrt geschlossen zu halten, und das Kind sollte sich möglichst ruhig verhalten. Sollte es zum Stillstand des Sessellifts kommen, nicht in Panik geraten, ruhig sitzen bleiben und warten, bis es weitergeht. Das Liftpersonal wird auch in diesem Fall Sie darauf hinweisen, sollte es länger dauern. Kurz vor dem Ausstieg das Kind darauf hinweisen, sich nach hinten zu lehnen, die Skispitzen anzuheben und erst ab dem Close-Zuschild den Bügel öffnen. Direkt nach dem Aussteigen dann das Kind darauf hinweisen, die Liftausstiegsstelle zu verlassen, und weiter geht's zum nächsten Lift.